Das 100-Tage-Programm richtet sich an Führungskräfte, die ganz frisch Führungskräfte geworden sind. In diesem Programm begleiten wir auf unterschiedlichsten Ebenen, das heißt von der Nachwuchsführungskraft bis hin auch zum Vorstand oder Geschäftsführer, Menschen dabei, dieser neuen Rolle gerecht zu werden. Und das ist nicht nur eine strukturelle Hilfe oder nicht nur eine Fachlichkeit, die wir da zur Seite stellen, sondern es ist vor allem auch ein Coaching und ein Begleiten mit den Ängsten und mit den Rollenerwartungen, die da jeder einzelne in der Situation quasi vorfindet. Warum ist das wichtig? Die meisten Führungskräfte, die neu Führungskraft sind, erleben eine Art des Alleingelassenwerdens von ihren Führungskräften, von ihren Stakeholdern und wünschen sich da eine ganz besondere Orientierung. Man will nicht viel falsch machen, man möchte alles richtig tun und dementsprechend ist auch der Druck, der auf einem selber lastet. Und auf diesem Programm, das heißt diese ersten 100 Tage, die ja ausschlaggebend sind, nach 100 Tagen misst man in der Regel, ob es in der Politik oder in der Wirtschaft ist, wir wollen einfach dabei Hilfestellung geben, dass die Menschen da erfolgreich ankommen. Das heißt, die sollen die Ausgangslage schnell erfassen, die sollen schnell ins Tagesgeschäft reinkommen und die wesentlichen Dinge weitertreiben, dass da nichts verloren geht. Und drittens sollen sie eben auch Mehrwert bringen und ihre persönlichen Strategien, ihre persönliche Note einbringen und Erfolge realisieren. Quick Wins. Und das sind mal ganz harte Themen, aber die Frage ist auch hier, was ist ein hartes Thema, was ist ein weiches Thema? Die allermeisten unserer Konfrontationen sind, dass es heißt, naja, für weiche Themen, das ist alles, also Beziehungskram und Ängste und Gefühle, das seien die weichen Themen. Wir sind der Auffassung, dass es nichts Härteres gibt, als wenn wir darüber sprechen, was ist meine Selbstwirklichkeit, was ist mein Selbstwert, was ist mein Selbstkonzept und wie reagiere ich dann im Umgang mit anderen Menschen, mit der Familie, mit den Freunden, mit Kollegen und mit Vorgesetzten. Und es ist im Spannungsfeld von Beobachten und beobachtet werden, wenn ich nämlich neue Führungskraft bin, egal wie weit oben, werde ich auch immer beobachtet. Macht er seinen Job gut? Erfüllt er die Rolle, die ich von ihm erwarte? Erwartungsmanagement ist ein ganz, ganz großes Thema. Und alleine in so einer neuen Situation, das kann man kaum richtig bewältigen. Da gibt es massiv Raum für Reibungsverluste. Und was tun wir in den 100 Tagen? Wir helfen ganz konkret, möglichst schnell ohne Reibung zum Erfolg zu kommen. Und das macht uns aus.